Heute habe ich wieder mal einen Wasserfilter, und zwar den Trail Aqua. Das Teil ist so ähnlich wie ein Sawyer aufgebaut. Aber wenn du wissen willst, was er kann, und du gemeinsam mit mir mal durchgehen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe wieder ein neues Wasserfiltersystem, das von der Technik her dem Sawyer, den wir natürlich auch bei uns im Shop haben, ähnelt. Das ganze Teil habe ich zugeschickt bekommen, kostenlos. Also weiß ich nicht, ob das jetzt Werbung ist, aber bei mir ist sowieso immer alles Werbung. Also dahingehend. Und zwar von einem belgischen Produzenten, der hat mir das zugeschickt. Ich habe mir auch die Zertifikate schicken lassen, also die Tests bei diesem Teil. Ich packe den jetzt gemeinsam mit dir aus. Ich habe noch überhaupt nichts gemacht. Ich werde ihn in den Langzeittest nehmen, aber das werden wir alles der Reihe nach sehen. Wir haben uns die Zertifikate angesehen. Es war alles in Französisch. Es war am Anfang lustig. Ich habe gesagt, okay, gibt es das auch in Englisch? Ja. Wir haben uns das angeschaut. Und ja, all das, was halt so ein Filter an biologischen Gefahren rausfiltern kann, nämlich in dieser Technologie hier, und das mag ich da gleich einmal hier zeigen, das sind diese Hohlfasern, die haben wir auch beim Sawyer eingebaut, nur da sieht man sie einfach nicht, da ist es einfach ein ganz großes Teil. Wir haben den Sawyer übrigens selbst im Shop, also es ist billige Eigenwerbung, das Teil hier, gebe ich da auch den Link, wo du das kaufen kannst. Ich kriege nichts dafür, ich habe jetzt nur diese Teile hier geschenkt bekommen, ich kriege nichts dafür, ich weiß es nicht, ich muss es selbst erst testen, aber einfach mal als Vorstellung. Da steht auf dem Filter auch drauf 0,1 Mikron, das bedeutet 0,1 Mikrometer, ja, kann das ganze Teil, ja, filtern. 0,1 Mikrometer, stimmt das wirklich? Weißt du was, schau mal die Bedienungsanleitung. Brav ich bin, habe ich jetzt gleich einmal nachgeschaut. Ja, da steht wirklich 0,1 Mikron und das ist ja 0,1 Mikrometer, also 100 Nanometer, kann das Ganze hier filtern. Das heißt, stellen wir uns das vor wie ein Nudelsieb mit den Öffnungen, wo das Wasser durch kann. Und dieses Sieb, ja, sind diese Fasern hier. Alles, was größer als 0,1 Mikrometer ist, bleibt drin hängen und alles, was kleiner ist, geht durch. Das bedeutet, das Teil kann natürlich auch keine chemischen Gefahren rausfiltern oder binden. Übrigens, ich habe die Information bekommen, das ist gerade im Test und wird auch gerade zertifiziert. Es soll hier einen Aufsatz geben mit einem Aktivkohleabsorber. Den habe ich noch nicht gesehen, den werde ich noch bekommen. Das wird aber noch ein paar Monate dauern. Wenn ich das dann habe, werde ich das dann auch hier vorstellen. Weil das ist halt, obwohl ich den selber im Shop habe, ein ganz klarer Nachteil bei dem Sawyer. Man kann zwar beim Sawyer unterschiedliche Sachen sich basteln und es gibt auch, aber es ist alles nicht vom Hersteller, es ist immer so zusammengebastelt, nämlich Aktivkohle. Jetzt ist es so, dass die Aktivkohle natürlich auch eine gewisse Filterwirkung hat, aber in Wahrheit ist es ein Absorber, es bindet, es absorbiert Stoffe, die auf Kohlenstoffbasis basieren, deswegen auch Aktivkohle. Das ist ein Wahnsinn, Spaß beiseite. Und ja, das ist die Idee dahinter. Der Filter funktioniert so, wie wir das halt kennen. Wir haben hier einen Flow, da steht dreckig drauf und da steht clean drauf, also rein. Hier kommt das Wasser, das Dreckswasser hinein, spült sich dann durch diesen Bereich hier durch und kommt dann auf der anderen Seite wieder gesäubert raus. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten, ne, die man bei dem, die anders sind, die einfach anders sind. Und was ich ganz praktisch finde, und das ist, finde ich, ist wirklich ein Vorteil gegenüber dem Sawyer, ist, dass hier eine klare Folie ist. Das heißt, ich sehe nach innen. Mir ist es schon einige Mal passiert, dass die Sawyer, die wir bei den Überlebenstrainings, bei meinen Survival Trainings, die wir hier im wunderbaren Buschkraftareal auf Alolabate veranstalten, mit Sawyer filtern. Und dann bin ich vielleicht nicht ganz aufmerksam. Also ich reinige das nicht, ich spüle nicht gleich rück, ich spritze das Ganze nicht gleich aus. Also du weißt schon, dieses Auswinden. Habe ich dann zum Beispiel nicht gemacht und dann vergesse ich ihn vielleicht im Rucksack und dann fängt das in Schimmel an und das riecht man dann auch, beziehungsweise dann, wenn man das nächste Mal Wasser rausfiltern will, merkt man das auch gleich. Und ich habe mal so einen Filter aufgeschnitten und das schaut dann da drinnen nicht schön aus. Das kann man mit dem hier sehen, das könnte man mit dem sehen, das ist so ein bisschen ein Vorteil. Aber ansonsten aufdrehen oder aufmachen kann man dann nicht. Also das ist auch ein in sich geschlossenes System. Du kannst auch, wenn du ganz hart bist, sagen, weißt du was, ich bin eh nicht deppert. Ich verstehe eh, was da drauf steht mit den 0,1 Mikron. Ich merke mir das. Machst du ihn komplett auf, dann siehst du komplett rein und dann siehst du auch, wie es schmutzmäßig etc. pp. Ausschaut. Das
ist jetzt da mal, ja, das ist einmal das eine. Übrigens, wenn du den Kleber runtergibst, gibt es hier auf der Klarsicht noch immer den Flow. Das heißt, du weißt noch immer, wo das Dreckwasser reinkommt und das Saubere dazu. So, im Lieferumfang sind dann, und das ist halt ein bisschen anders, dann Ersatzteile mit dabei. Du kannst ja diese Kappen hier aufsetzen. Ja, das ist so Gummiteile, die sind auch mit dabei im Lieferumfang. Ja, das passt einmal ganz gut. Jetzt muss ich nur schauen, passt das auf eine PET-Flasche, das werden wir tun. Und ich möchte noch was zeigen im Lieferumfang, das ist das hier. Das heißt, du hast einen Wassersack mit dabei. Und das ist halt im Gegensatz zum Sawyer Mini schon ein gewisser Vorteil. Da ist da so ein, schau mal her, mit dem kann man diesen Beutel, ich hebe das ganze Plastik hier auf, also bitte keine gescheiten Kommentare, nicht über Umweltverschmutzung, du wirfst es einfach weg. Ja, ich hebe es eh nachher auf, ja. Nur, es ist so. Ja, ich kriege ganz lustige Kommentare immer wieder. Also Nummer 1, ich hebe da Sachen, die Sachen, die ich runterwerfe, wieder auf. Und Nummer 2, ja, ich mache Werbung und ich werde immer Werbung machen und das ist einfach so. Aber schau her, du kannst das Teil jetzt zum Beispiel so transportieren, aufhängen, auf einen Baum zum Beispiel. Und dann, und das schaut aus wie ein PET-Flaschenanschluss. Ja, das riecht ein bisschen, also das riecht ein bisschen nach Plastik nach innen. Gut, aber das, ob das BPA-frei ist, kann ich dir jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, steht jetzt nicht auf die erste drauf, weil das ist weich, das heißt, ja, sagen wir ganz einfach, ja, was ich total cool finden würde, was ich jetzt, das reine Schweine, total cool finden würde, wäre, wenn das nicht grau wäre und daher, ich bin mir sicher, dass die Leute in Belgien sich von Trail Aqua das Video anschauen werden, wenn das hier klar wäre, klar, dann könnte ich das nämlich auch in die Sonne so legen. Und dann könnte ich auch schon ein bisschen UV-Einwirkung machen. Das funktioniert natürlich nur bedingt und auch nur, wenn die Sonne scheint, so wie heute nicht. Ja, das ist mir auch ganz klar. Aber es wäre ein kleines Feature mit dabei. Diesen Stöpsel habe ich jetzt abgezogen und dann wird das da drauf geschraubt. Ja, und super, das funktioniert natürlich. Und jetzt kann ich dann da Wasser durchpressen. Das heißt, ich finde, das ist eine nette, wirklich eine sehr, sehr nette, liebe Lösung. Ja, und das hier, wie kriege ich das Wasser rein? Open, ja, hey, open, das heißt, da wird da aufgemacht. Ja, ich habe mir nichts angeschaut, ich weiß nicht, ich und Bedienungsanleitungen lesen, es ist erst dann, wenn ich ein Problem habe. Das muss instinktiv gehen, also da wird das Wasser reingefüllt. Und dann wieder dieser Teil da drauf gesetzt, schau her, so wird das gemacht und da ist es gut. Also ich finde, das ist eine sehr, 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 sehr nette Lösung. Und jetzt denke ich natürlich nach, warte mal ganz kurz, also wenn ich jetzt hier das dreckige Wasser oben reinlasse, wäre es doch cool, wenn ich hier unten auch eine Flasche drauf geben könnte, aber da muss dann Luft wahrscheinlich dazu. Dann müssen wir ausprobieren, man kann unten auch aufschrauben. Das finde ich total super, das finde ich total super. Noch was, und zwar, ich habe für den Sawyer auch schon einmal vorgestellt, eben dieses kleine Teilchen hier, mit dem er eben den transportieren kann und auch ausblasen kann und auch das passt da drauf. Das heißt, ich könnte den jetzt auch so transportieren, ich könnte den, irgendwie taugt mir das jetzt, das taugt mir jetzt total. So, jetzt habe ich Wasser eingefüllt in den Beutel, das hat alles super funktioniert. Dann nehme ich diese kleine Kappe hier ab. Da gibt es eben, wie gesagt, diese, da rinnt schon raus, diese Ersatzkappen hier, die man draufsetzen könnte. Oh, das geht jetzt schneller, als ich wollte. Und dann setzen wir unten eine PET-Flasche drauf. Oder halt eine Flasche, die ja, einen PET-Aufsatz, also diesen genormten Aufsatz hat. Dann drückt man da oben drauf. Und dann läuft unten das Wasser rein. Also da das jetzt komplett frisch ist und komplett neu, das muss man, steht sicher in der Beschreibung, natürlich auch ein paar Mal durcharbeiten. Aha, jetzt wird es schon schwerer. Es ist da jetzt der Schaum mit dabei, siehst du? Also ich glaube, dass man das die ersten Male einfach durchspülen muss. Das ist auch beim Sawyer so. Also da glaube ich, ist nicht viel Unterschied. Aber jetzt wird es schwierig. Jetzt habe ich den Aufsatz, das, ich finde, das ist alles schön durchdacht. Einmal runtergenommen, damit ich da mehr Druck machen kann. Nur bumsti. Weil von allein läuft nichts mehr. Also wenn ich jetzt einfach sage, ich hänge das auf und sage, oh, das wird von allein, also durch Gravitation, da tut sich gar nichts. Also durch Gravitation
da tut sich gar nichts. Ja? Also da muss ich, also zumindest bei mir nicht, vielleicht bin ich zu blöd. Oder liegt das jetzt da? Ha, ich bin zu blöd. Ja, rein ist zu blöd. Das ist ja das, was ich gerade vorher gesagt habe. Wenn ich da eine Flasche jetzt habe, dann da könnte. Ja, hast du das gehört? Das darf man nicht ganz. Ich glaube, das darf ich nicht ganz voll machen. Die müsste jetzt da. Ah, ja! Die muss am Boden stehen, damit sie mir nicht rausfällt. Ich kann das schon anschrauben, aber ich glaube, wenn ich das komplett anschraube, ich drucke dann die Luft darüber und dann. Ja genau, jetzt ist es wieder leichter. Das ist es. Das ist es. Die darf man nicht komplett anschrauben, weil wenn ich, dann drücke ich ja die Luft von oben auch mit rein und dann ist irgendwann da unten mal Ende Gelände. Aber jetzt geht das wieder. Schau. Und läuft es jetzt durch Gravitation auch? Ja, eigentlich schon. Schau. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt, ob man das durch die Kamera sieht. Doch, es läuft jetzt von alleine auch. Es läuft durch Gravitation. Also man darf es jetzt nicht komplett fest anschrauben. Zumindest war das jetzt bei mir so, wie wir ja gesehen haben. Aber da brauche ich eigentlich gar nichts tun. Das ist auch viel cooler. Das ist auch viel cooler. Ich brauche gar nichts tun. Ich hänge das einfach auf, mache irgendwas anderes. Feuerholz, Landschaft hier auf Waldöl Apotheke genießen und lasse so mein Wasser filtern. Eins ist natürlich klar, wenn ich wirklich eine Drecksbrühe habe, dann muss ich die vorfiltern, denn sonst verlegt man natürlich der Dreck hier. Dieses Filtermaterial, das ist beim Säuer genauso, das ist bei allen Filtern so, auch wenn du einen Katadynfilter mit Keramik hast, verlegt es und dann ist nichts mit Schwerkraft. Also das Wasser sollte natürlich immer eine gewisse Sauberkeit, ja, von Sediment aufweisen, das ist schon wichtig. Aber das finde ich jetzt super, das finde ich super. Ja, auch bei aller Freude und Enthusiasmus, und ich finde das wirklich eine sehr, sehr coole, nette Sache, auch wenn dann wirklich viel Sediment ist, das mit dem Ausreinigen und so weiter und auch das Zubehör, ich finde das super, gibt es ein einziges Thema, das ich ganz einfach klarstellen muss. Auch wenn ich mich da jetzt total freue und ich das total großartig finde, und das meine ich auch so, sonst würde ich nicht sagen, wie gesagt, ich kriege nichts dafür, wird da nicht bezahlt, ich muss gar nichts, ich könnte auch sagen, dass der größte Scheiß ist, ja. Und deswegen kommt jetzt auch der Punkt, ich weiß halt nicht, auch wenn es hier Zertifikat gibt, ich habe noch keine persönlichen Erfahrungen dazu. Und das ist mir ganz wichtig, dass das klar ist. Ich habe keine persönlichen Erfahrungen dazu. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und dann werden wir uns das anschauen und dann werden wir sehen. Aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Bei Soja, das ist so mein Vorteil, den ich habe. Den habe ich jahrelang, wirklich jahrelang. Und wie viele Filter ich da jetzt schon durchgebraucht habe. Ich wechsle die mittlerweile einmal im Jahr, weil ja wir das auch bei den Überlebenstrainings benutzen. Und da ist irgendwie, weißt du, kostet jetzt auch nicht so viel. Und das sehe ich auch so als Hygieneartikel. Ja, will ja auch nicht, die Zahnbürste benutzen wir ja auch nicht 30 Jahre. Hoffe ich zumindest. Egal. Aber wenn du sie original verpackt hast, die Zahnbürste, dann geht es wahrscheinlich in 30 Jahren auch noch. Aber du weißt schon, was ich meine. Ich habe jetzt gesucht, während ich vor mich hingeprappelt habe, nach diesem Pfeilchen. Da oben siehst du das. Die Kamera wird das wahrscheinlich nicht so genau darstellen können. Auf jeden Fall, gegen den Flow blase ich das jetzt da raus. Da würde jetzt der ganze Dreck würde da jetzt rauskommen. Ja. Genau, und du siehst nämlich, wie viel Wasser du da noch drinnen hast. Das ist schon irgendwie, also dass das klar, dass das durchsichtig ist, das finde ich, das ist ein echter Vorteil. Und jetzt sieht man aber auch bei diesen Rückspülen, wenn eben da Dreck drin wäre, es bleibt immer ein bisschen was zurück. Es bleibt immer ein bisschen Feuchtigkeit zurück. Jetzt probieren wir das noch einmal. Ich habe das jetzt umgedreht, dass das Wasser unten liegt und blase von oben rein, dass so viel wie möglich rausgeht. Aber da ist noch immer, es ist noch immer ein bisschen Feuchtigkeit drinnen. Und das ist genauso, das ist wirklich ein Punkt, das habe ich beim Säuer zu bemängeln, dass man das nicht sieht. Ja, das haben sie echt gut gemacht. Also das taugt mir total. Und jetzt natürlich, und jetzt kommt halt meine billige Eigenwerbung. Ja, ich weiß. Es gibt in letzter Zeit einige Kommentatoren, die meinen, Reini, du machst zu viel Eigenwerbung und du redest immer von deinen Produkten, die du machst und so weiter. Ja, mir macht das alles sehr viel Spaß. Und das ist alles kostenlos für dich. Du zahlst dir nichts, dass du das anschauen kannst. Und da mache ich halt auch billige Eigenwerbung für meine eigenen Produkte. Wenn du das nicht magst. Auf jeden Fall diesen hier. Oh, schau, allein jetzt spritzt schon raus. Wenn du das auf eine Schnur gibst, die natürlich im Lieferumfang mit dabei ist, dann blast das alles noch einmal viel besser raus. Das habe ich das erste Mal beim Sack gesehen.
Der hat sich so selber was bastelt aus einer PET-Flasche und wir haben das halt jetzt etwas cooler gemacht. Oh, jetzt habe ich habe eine Idee habe ich noch. Und zwar, ich stehe total auf Multifunktionalität. Ja, da stehe ich voll drauf. Ich meine, es gibt Sachen, die können nicht multifunktional sein, aber wenn es geht, wenn es wenn es multifunktional sein kann, dann soll es das auch sein. Also das kann man ausfädeln, diesen Teil hier. Und den könnte man jetzt zum Beispiel da reinklacken und diesen hier machen. So, und jetzt schauen wir. Jetzt ist natürlich noch immer Feuchte drin. Ja, also es ist noch immer, ich sehe es auch innen, dass das noch feucht ist. Ja, aber es ist deutlich weniger. Es ist wirklich deutlich weniger als noch zuvor. Deutlich weniger. Und jetzt stelle ich mal noch eine Frage. Und das ist ja auch der Vorteil von dem hier. Ich kann das auf beiden Seiten anschrauben. Also mit und gegen. Das Einzige ist halt jetzt Folgendes. Wenn ich es auf beiden Seiten anschrauben kann und ich schraube jetzt meinen Aufsatz auf den Bereich drauf, der kackig war, und gebe ihn dann auf den sauberen, dann könnte ich, wenn jetzt hier wirklich irgendwas Böses drauf wäre, Bakterium, Viren, wobei Viren kann der ohnehin nicht filtern, weil er eben nur bis 100 Nanometer, also 0,1 Mikron geht, aber dann könnte ich theoretisch hier groß kontaminieren oder wie auch immer man das nennt. Weiß ich nicht so genau, wie man das richtig sagt. Ja. Aber vom Reinigungsbereich natürlich wäre es cool, ja, ich sehe es auch selber, wenn ich es von beiden Seiten mache, weil, warum auch immer, ich mutmaße, dass da aufgrund dieser, weil das einmal links und einmal rechts liegt, ja, ich habe es jetzt gerade selbst gesehen, also es kommt noch einmal Feuchtigkeit raus. Wie auch immer. Na, sei es drum. Ich werde das auf jeden Fall in den Test nehmen, in den Langzeittest, und werde dann einmal berichten, sobald ich dann auch diesen Aufsatz habe für die Aktivkohle, weil das geht ja, weil wir hier zwei Schraubbereiche sind, werde ich auch davon berichten. Wenn du schon etwas weißt zu diesem Trail Aqua, wenn du da schon Erfahrungen hast, dann schreib bitte einen Kommentar, das mag ich mich herzlich bei dir bedanken und sowieso und überhaupt. Und danke an, an das Team von Trail Aqua, dass ihr mir dieses zur Verfügung gestellt habt. So, hier, ich teste gerne immer Ausrüstung und sowieso und überhaupt. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dir den Link zu den Teilen, die wir selbst produzieren, und meinen Messern und auf Waldurlaub. Und es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Abo dalassen, Langzeittest anschauen. Ciao, ciao.